Nein! Du nicht. So. Hab's getan. Was ist denn der Gegner auch dahinter? Nee. So, der Strom ist abgeschalten und hier komme ich nicht durch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier durch. Ah, okay. Nimm die elegante Art und Weise. Der werte Herr Katan ist sich zu fein, auf die Tür raufzuspringen. Ach! Hallo, Gegner. Hallo, Erzureinheit. Kann ich den runterstoßen? Ah, ist das süß. So, was passiert? Ah. Und darüber komme ich jetzt dann, glaube ich, dorthin, wo ich hin will. Speichern mal kurz hier. Jawoll! Ah. Nochmal speichern. Für den Rücksprung. Nehmen wir jetzt aber Geschwindigkeit noch dazu. Auch wenn ich nicht glaube, dass das effektiv was bringt. Da oben wäre noch ein Weg, wo man reingehen kann, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Vielleicht hätte ich die R2-Einheit nicht zerstören sollen, da hätte ich mich vielleicht draufstellen können. Aber der Drang war einfach zu groß. So, speichern. Für mich sehen die wie Müllschlepper aus. Die wollen bestimmt zum Reload. Müllschlepper, wo ist der jetzt? Ach, da drüben, ja. Streng dich doch mal an. Für mich sehen die wie Müllschlepper aus. Die wollen bestimmt zur Reload. Kann ich den irgendwie zu mir herziehen oder irgendwas Produktives damit machen? Weil irgendwie schaffe ich den Sprung nicht. Kann ich das eigentlich wieder deaktivieren? Nee. Sehen die wie Müllschlepper aus. Die wollen bestimmt zur Reload. Ja, das war natürlich perfekter Einsatz der Machtgeschwindigkeit. Einfach mal in den Tod laufen. Sehen die wie Müllschlepper aus. Die wollen bestimmt zur Reload. Ach, jetzt aber mal. Ich hab da drauf gezeigt. Das hat nicht funktioniert. Egal. So, und ich glaube, da könnte man jetzt was machen, genau. Wahrscheinlich kann man da auch reingehen, aber egal. Wir gehen einfach weiter. So, das ist nämlich das einzige, glaube ich, aus dem Level, was ich noch weiß und kann. Diese Ampeln drücken. Danach bin ich einfach am Ende. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott. Ist das nicht wundervoll? So, und wo führt der mich hin? Ich habe kein gutes Gefühl bei dem. Nein! Ach ja. Kalkatan. So, neue Informationen machte. Ah! Stufe 2, die Jedi kann vierfach so hoch springen wie normal. Sehr schön. Hat sich jetzt schon gesteigert. Sind wir schon besser geworden. Komm. Ich kann das, ich kann das. Brauchst du ja nichts davon, aber ich kann das so. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Natürlich kriegen wir jetzt auch nicht mehr so viel Fallschaden hier, was natürlich auch praktisch ist. Ich bin nicht schlecht, es ist mein Master.
Okay. Oh nein, ich bin verdammt. Aber ich habe den Meister gerade nicht vor mir, deswegen... Puh, wonach riecht es denn hier? Ich würde mal sagen, nach Müllanlage... Au! Danke! Du... Ding. So, ich weiß auf jeden Fall, dass hier auch wieder ein Haufen Gegner rumstehen. Ich hoffe einfach mal, dass es möglichst wenige sind mit Scharfschützengewehr. Lass einfach immer gern zuerst mal das Laserschwert drin. Vor allem, bis ich weiß, wo die Gegner stehen. Dann kann ich sie immer noch abschießen. Der müsste eigentlich hier oben stehen, oder? Ja, da ist er. Ach, das war gar nichts. Schießt einfach auf ein Nichts. Auf ein feuchtes Nichts. Ach, das sind drei? Gut, ja. Okay, kann man ja machen. Nehme ich aber doch lieber die Waffe. Die ist dann ein bisschen schneller und effektiver. Ja, kommt, explodiert alle. Die 1000 Granaten hier. So. Perfekt. Irgendwo scheint da noch einer zu stehen, der hier Granaten wirft. Da oben. Hat sich einer versteckt, ein kleiner Junge. Nicht wahr? Ah, was war denn das jetzt für ein Ton? Ach. Ich weiß wieder. Da gab es ja überall diese Kampfschlitze. Das war jetzt äußerst elegant, aber äußerst unproduktiv. Tief kann man da drauf schießen? Sieht irgendwie so explosiv aus. Die Wand sieht irgendwie so aus, als könnte man sie kaputt schießen. So, jetzt müsste hier. Achso, ich habe mein Laserschwert wieder. Ha, stimmt. Hab's schon in der Hand, du merkst nicht. So, kann ich hier noch einen überraschen? Bevor der mich wieder überrascht. Da scheint was im Weg zu sein. Muss ja wohl noch mal hin. Sonst gibt es ja keinen Weg. Nee. Verstecks scheint hier auch keines. Was zum Teufel war das gerade? Ich habe gerade ernsthaft einen Prince of Persia Walk gemacht. Wie zum Teufel? Ich bin vorbereitet. Naja, größtenteils. Und das lasse ich nicht mit mir machen. Oh, Versteck gefunden. Habe ich so viel Munition verschwendet? An was denn? An was denn bitte? Ach komm, jetzt geht dir nichts auf. So, ich schaue mir jetzt erstmal hier alle Türchen an. Hier war der Eingang, okay. Den Wagen konnte man schieben, den ersten. Und auf der Seite waren, glaube ich, keine Türen. Aber... hier rein und da durch, genau. Was das jetzt effektiv gebracht hat. Ah, ist nicht der Ausgang. Ach nee, das sind die Töne von den Sniper-Typen. Boah, der springt jetzt hoch. Ich glaube, ich unterschätze den auch die ganze Zeit jetzt. Vom Springen. Okay.
Frage ist, leidet das sollte zwischendurch mal speichern wieder, sonst ist hier wieder alles im Nu verloren. Bitte sagen wir. Wupp! Wollte nicht getroffen werden. Wupp, 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 wupp! Hey, Freundchen, Freundchen. Irgendwer ist ja ganz und gar nicht gastfreundlich. Sowas mag der Herr Jedi gar nicht. So. War das jetzt hier der andere Weg? Nee, aber ich weiß, wo das Gespräch hier kam auf jeden Fall. War das jetzt die Blockade von dem einen? Oder war das einfach komplett unnötig? Da unten ist auch noch eine Tür, aber da bin ich hergekommen. Ah! War klar, dass ich wieder den ganzen Weg nochmal springen muss. Diesmal ohne Rumsliding. Ist schon praktisch, wenn man so springen kann. Kann man unschwer leugnen. So, und dann war wahrscheinlich hier um die Ecke auch so ein... Achso, hier war gar keine Ecke. Heißt das, der Weg war jetzt komplett umsonst nochmal? Ich glaube nämlich, das heißt es. Das heißt es wohl. Nicht ganz. Ah, doch, eigentlich schon ganz. Und hier um die Ecke war jetzt nur der Schienenwagen. Den habe ich ja schon herangezogen. Weiter wegschieben kann ich den nicht. Dann schätze ich mal, dass ich den hier ziehen muss. Um da was zu bewirken. Okay. Gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall irgendwas gemacht. Ich weiß nicht was, aber irgendwas haben wir gemacht. Es ist auf jeden Fall wert, dass wir einmal kurz speichern. Nehmen? Nee. So. Da war gerade die Müllpresse. Da stelle ich mich ungern rein. Wie komme ich jetzt da hoch am besten? Beziehungsweise hier war ja irgendwo jetzt das Ding, wo ich nicht weitergekommen bin. Vielleicht habe ich da jetzt irgendwas bewirkt. Das kann immer gut sein, dass das hier war. Ja. Vielleicht doch vorher mal speichern. Ach komm! Du unfähiger Idiot! Offen lassen. Speichern.